12. YouTube-Zeichen an der Stelle, genug von Essen, denn jetzt geht's weiter in Bloodborne im Wald der Freude mit der Regel, halte dich links. Denn mit der Regel, halte dich links, kommen wir zum Haus. Und zum Haus kommen wir, wenn wir uns links halten. Das war ein toller Satz, der hinten und vorne wenig Sinn ergab. Da ist eine Falle. Die sehe ich. Da ist Falle. Die will ich nicht, deswegen gehe ich hier oben lang. Da tue ich nämlich links. Ja gut, das mit frittiertem Snickers und oder Mikrowellen. Snickers und oder Mikrowellen. Darf ich Negerküsse sagen? Oder kommt dann sofort die Rassistenpolizei? Nicht Rassistenpolizei, Nazi-Polizei, Entschuldigung. Man darf ja nicht mehr Negerküsse sagen. Für mich heißen die Dinger immer noch so. Ich bin damit groß geworden. Und dem Sarotti-Moor, tut mir leid. Bin zu alt, ist nicht böse gemeint. Ne, wenn er die Dinger frittiert, da stehe ich nicht ganz so drauf. Of the great cathedral and seek an ancient shrouded church. The gift of the Godhead will grant you strength. Yes, I'm unquestionably certain. Mandelstein brauchen wir noch später. Not even death on sea. So, ja, wie gesagt, keine Ahnung. Also ich. Das ist halt wieder wie von diesen Moralapostels. Entschuldigung. So, Mandelstein haben wir Schritt 1. Schritt 2, wir müssen hier weiter. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich bin halt mit der Mohrenapotheke, den Negerküssen und dem Sarotti-Mohr groß geworden. Und nein, das war nicht als Schimpfwort gedacht, dass es jetzt mittlerweile so ausgelegt wird und du die Dinger nicht mehr so nennen darfst und dann sofort als Nazi geflamed wirst. Ja, natürlich. Natürlich. Easy peasy lemon squeezy. Lemon, ja, das ist ein geiler Name, alter Schwede. Echt cool. Finde ich super, den Namen. Ist zwar super lang, aber cooler Name. Komm gut ins Bett auf jeden Fall. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was ich gelootet habe. Irgendwas habe ich gelootet. Haben die das Layout der Höhle geändert? Ist doch neu. Also ich glaube, die lohnen sich nicht, die zu machen. Deswegen kann ich hier jetzt durch. Ich weiß, dass ich vergiftet bin, ich weiß es. Ich sehe es. Such nur die Leiter. Ich weiß, dass ich zu Josefka laufe. Schon.
Ich brauche ja die Einladung, damit wir irgendwann Kanos spielen können. Und wenn wir halt schon mal hier sind in dem Gebiet, nehme ich die gleich mit. Ja, ich mache erst immer einmal im Gebiet Walk Left für Mandelstein und Josefka. Und danach gehen wir Walk Right in dem Gebiet zu, zum eigentlichen Boss. Nur wie gesagt, wenn wir halt schon mal hier sind, nehmen wir halt Josefka die Einladung nach Kanehurst halt gleich mit, dass wir halt nicht nochmal da durch müssen. Ich will es nur schon mitnehmen, wenn ich halt da schon bin. Kai, nehme ich es halt mit. Nein, machen tun wir es jetzt nicht, aber dann haben wir die halt schon. Und müssen da halt nicht nochmal hin. Mich gerade, wo geht's hier hin? Da frage ich mich gerade echt, wieso ist denn hier offen? Ich habe da noch keinen Hebel gehebelt, oder? Die sind ja wirklich bummschwer. Aber ich stelle mich gerade geschickter an als beim allerersten Mal, als ich die gemacht habe. Nicht den Tag von den Armen loben. Jetzt hier? Wo bin ich hier? Und warum bin ich hier? Da ist die Leiter. Das heißt, ich hätte erst den Shortcut öffnen müssen. Okay. Ich dachte, hier wäre der Shortcut. Aber der ist dann auf der anderen Seite. Okay, machen wir erst den Shortcut natürlich auf. Shortcut, Shortcut, Shortcut. Shortcut. Hier, Shortcut. Shortcut. So, weil hier ist Josefkas Klinik. Ja, genau. Das heißt, das war der Shortcut. Den haben wir jetzt. Und dann ging es da hinten weiter. Perfekt. Perfekt. Ragnar, komm auch ins Bett. Ja, sofort zum Boss. Wir müssen ja sowieso erstmal die ein, zwei Shortcuts halt freischalten. Könnte heute knapp werden, je nachdem, wie ich mich verlaufe und den Weg finde. Wir müssen ja erstmal die ganzen Mühlen da aktivieren. Das ist ja am Anfang, bis du die freigeschaltet hast, ein ganzes Wegstückchen durch diesen Wald. Wenn du das einmal freigeschaltet hast, ist es dank der Shortcuts halt super easy. Mal schauen. Auf was wir heute noch schaffen. Ich hab Rollos runter, ich sehe es nicht gut. Wo ich hing, keine Ahnung. Mit dem Nebel, das weiß ich nicht. Aber ich bin halt relativ froh, klopfen auf Holz, dass ich bis jetzt wirklich heute keinen einzigen Framedrop hatte. Schon mal sehr geil. Ich hatte nämlich das Schlimmste befürchtet nach gestern. Lob an Unity Media, Lob und Anerkennung. Das ist anscheinend doch heute funktionierend. Ich schätze gerade die Macht der Krähen. Oh, hohen Puff. So, da oben geht's weiter. Josefkas Klinik. Jetzt weiß ich den Weg gar nicht mehr. Die
Diese Mopeds, ey. Unglaubliche Mopeds. Was? Erhalten von Josef Kass? Achso. Ja, okay. Klar, da kann ich nicht runter nehmen. Kein Hurst-Vorladung. Da haben wir sie. Da kommen wir nach unten. Das ist das Startdutzding. Ne? Hier sind wir rausgekommen. Da gehen wir gleich hin zurück. Die ist ja schon aktiv. Dann können wir nämlich die Waffe, glaube ich, jetzt noch einen aufwerten. Und starten dann im Wald wieder. Gucken wir uns hier einmal nur das Gebäude an. Ja, das Wichtigste haben wir auf jeden Fall mit der Kanehurst-Einladung. Und da dieses Moped hier die Josefkas Fiole droppt, die wir ja schon haben, könnte man davon ausgehen, dass das Josefka ist. Wird, glaube ich, in vielen Lore-Videos halt erklärt, glaube ich, dass das irgendwie eine verwandelte Form von Josefka ist. Wie gesagt, so genau habe ich mir die Lore halt nicht angeguckt. Ich spiele es halt wegen des Spielen und nicht wegen der Lore. Gehen wir mal geradeaus drauf zu. Da ist aber auch nichts. Hier? Kommunion. Irgendeine Form davon. Und dann ging es hier noch weiter. Sie ist böse. Wir kommen später wieder. Dann können wir sie nämlich ohne Kampf einfach looten. Deswegen müssen wir jetzt nicht den Hard Mode machen. Aber wir haben den Shortcut. Das heißt, wir können hier einfach rein das nächste Mal. Denn der geht später irgendwie gar nicht gut. Und dann können wir sie einfach... Wenn sie nicht mehr sich nicht wehren kann und so. Das habe ich nämlich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. So. Jetzt ist die Frage. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir den Weg finden. Einmal aufwerten. Einmal reparieren. Ja, danke. Einmal aufwerten. So, und jetzt brauchen wir schon Blutsteinbrocken. Da haben wir noch gar keinen von. Blutedelsteinverstärkung. Haben wir irgendwas Geiles gefunden? Angriffe gegen Bestien. Stich. Schlumpf. Das ist doch schon mal... Was habe ich jetzt hier? Nein! Ark! Ach, da habe ich gar keinen. So, da ist der drin. Und den nehme ich raus. So, was komme ich jetzt hier rein? Gucken wir mal. Physischer Angriff 07. Dauerhafter Gegner 1-1. 1-4. 2-1. 2-7. Ja, so. Perfekt. Können wir noch ein Level leveln? Welcome, what is it? Very well. Let the echoes become your strength. Ja, Dungeons, Madhouse, definitiv. Es gibt halt einen Grundsatz oder ein Basisset quasi, wenn du das Spiel durchspielst, aber die besten droppen halt in den Dungeons. Das ist leider so. 25, 15. So, dann haben wir das auch. Und dann zurück zu... Mehr dahin nicht. Wunderbar. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir da jetzt irgendwie durchkommen.
Jetzt ist es halt nicht mehr halte dich links, sondern er halte dich rechts, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir müssten die Shortcuts der beiden Mühlen irgendwie erstmal miteinander verbinden. Das wäre schon mal das Erste, was geil wäre. Eieiei, das weiß ich alles gar nicht mehr. Den Weg kenne ich nur noch mit offenen Shortcuts. Da bin ich ihn halt sehr oft gelaufen. Mit geschlossenen Shortcuts, ich weiß es nicht mehr. Werden wir schon irgendwie rausfinden. Ja, es wäre geil, wenn eine Remastered-Version kommt von Demon's Souls. Würde ich feiern. Streamen und Platin machen, das ist versprochen, wenn es kommt, aber man weiß leider nichts darüber. Ist das gedroppt? Ja, tatsächlich. Es droppt hier in dem Spiel tatsächlich relativ spät, dass man halt schon fast vorbeiläuft und erst dann sieht, dass was gedroppt ist. So, und hier halte ich mich jetzt mal rechts. Nein! Da hatten wir ja schon alles aufgeräumt. Das heißt, wir gehen jetzt hier einfach mal hinten runter. Machen das Moped. Zwillingsblut brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir jetzt Brocken. Gut. Boah, ich hab mich gerade erschrocken. Ich dachte, was? Wer schießt hier gerade mit dem roten Laser auf mich? Alter Schwede. Ja, gut, God of War hat mich leider nicht interessiert, weil ich fand's nicht so geil. Das ist schon das Ursprungsspiel. God of War an sich schon, aber nicht den Teil. Hier fällt man runter. Na, machen wir einfach mal. Weiß halt nicht mehr, was hier der richtige Weg war. Die hatten wir doch gerade schon, ne? Oh, hatten wir nicht, glaube ich. Obwohl der Patrolinski da rum. Oh, oh. So ist schön. So finde ich gut. One-Shot, Pew Pew. Niemand? Alter, diesen Shortcut nachher zu finden. Da ist das Loch in der Mitte. Da unten war, glaube ich, nichts, was sich gelohnt hat. Irgendwie. Deswegen brauchen wir da, glaube ich, gar nicht rein. Invincible! Ja, und er haut mir auch noch ins Feuer. Dankeschön. Weiß gar nicht, was hier war. Ich weiß es gar nicht mehr. Alter Schwede. Bestienbluttabletten. Nehmen wir alles mal mit. Ja, die haben wir ja auch noch gar nicht getestet in diesem Durchgang. Die sollen ja auch verändert worden sein. So wie im letzten Stream gesagt wurde. Stacken schneller hoch, machen aber insgesamt weniger Schaden. Halt mal gucken. Wie gesagt, jetzt hier bei den Bossen, gerade im Koop, ist es halt nicht so wichtig. Da hebe ich... Wer bist du denn? Hebe ich mir die lieber auf fürs DLC, wenn ich die Bosse halt solo angehe, um da vielleicht noch ein bisschen Damage halt rauszukitzeln. Hey!
Hey! Hallöchen. Entschuldigung, dass ich ins Mikro brüll. Den habe ich gar nicht gesehen, die Doppel-Mops-Männer. Ja. Mops. Die Doppel-Mops-Männer der Mops. Haftigkeit. Haha, er kriegt dann letzte Mops. Ja gut, Viking, ich werde gezwungen. Ich habe noch nie ein Final Fantasy gespielt. Das kriege ich von einigen Leuten mehr oder minder zur Verfügung gestellt, dass ich es mir mal angucke. Ich habe es, wie gesagt, noch nie ein Final Fantasy... noch nie gespielt. Und ich bin gespannt, ob ich das geil finde. Klar, wenn es mir absolut keinen Spaß macht, kann ich es halt nicht weiter streamen. Aber ich werde es halt mal anstreamen und reinschauen. Genau wie bei Witcher. Was mich ja positiv überzeugt hat. Gucken wir, was halt Final Fantasy, ich kann es noch nicht mal aussprechen. Das wird lustig werden in der Moderation. So, prinzipiell hatten wir schon mal mehr oder minder darüber gesprochen. So, die alten, rundenbasierten Spiele, wo du die Pets kämpfen lässt und halt sagst, hier, heile, mach dies, mach das. Das mag ich. Also so in Form von Ni No Kuni. Wenn das jetzt so in Richtung Action rumrennen und selber steuern und schlitzen geht, dann weiß ich nicht. Mal gucken, habe ich noch nie gespielt. Also quasi so eine Art Tales of irgendwas, Systeria oder wie es heißt. Das ist vielleicht nicht ganz so meins. Aber wie gesagt, mal schauen. Werden wir gucken. Wie komme ich denn wieder nach oben? Ich glaube hier, ne? Ich will nämlich oben rum durch das Gebiet. Da unten durch die Pfütze ist der kürzere Weg. Aber durch die Pfütze ist leider auch der etwas tödlichere Weg. Wegen... Das ist Öl und die werfen mit Brandbomben. Das kann halt sehr schnell nach hinten losgehen. Ja, okay. Tatsächlich sind wir jetzt wieder hier, wo wir gerade schon waren. Egal. Ja, Karl. Final Fantasy. Der Streamtitel ist not in English, der ist Ger für German. Sie ist also first three letters in the title and it indicates that the stream is German. And even the broadcaster language is German, which indicates too that the stream could be maybe German. And besides that, we borrowed some words in German as well as you borrowed them in the English language, like Kindergarten. It's a German word and you use it. And so some phrases and words are in German there as well as in English. We have no own words for this. And gaming language is multilingual. So, or English mainly, not multilingual. So, nearly everybody uses these words. So. Da war doch noch irgendwo eine Leiter oder so, oder? Länderkennzeichen ist ja eigentlich, naja eben, deswegen steht ja German drin. Plus die Broadcaster Language ist auf Deutsch eingestellt, das heißt du findest mich halt nicht unter den kompletten englischsprachigen Streams, sondern in der Liste der deutschen Streams. Wow, mehr kann ich nicht tun. Und ich rede ja auch Englisch, bin ja nicht so, dass ich, also ich probiere es zumindest. Okay, wahrscheinlich bluten eure Ohren, aber...
Die Leiter war bei den Raben? Wo waren Raben? Wo waren denn die Raben? Weil ich weiß, dass es auf einem Gebäude eine... Hier. Ah, tatsächlich, Sarah. Ja, ihr seht immer als Zuschauer deutlich mehr als ich als Spieler, weil hier oben liegt noch ein Set, das weiß ich. Und ich glaube, das war sogar ein recht gutes Set. Gegen Arkanschaden. Bin mir gerade aber gar nicht sicher. Oder Resistenz, meine ich besser gesagt. Arkan-Resistenz. Das weiße Kirchengewand. Ja, er hat sich ja nicht beschwert, also von daher flamet nicht so viel. Ich habe da ja schon genug zugesagt zu dem Englischen und ist ja okay, wenn er halt ne, nur gefragt hat und das ein bisschen schroff rüberkam. Nicht gleich zurückflamen. Wir sind eine liebevolle Community der sich knuddelnden Sackträger. Moped-Männer wollte ich sagen, der Sackträger ist da plötzlich aufgetaucht. Entschuldigung. Ich hasse diese Säckchenmänner. Geht das gut? Nein. Kann man die nicht backstabben? Ja, jetzt habe ich die Kacke am Dampfen. Nee, doch nicht. Er hat den Buff unterbrochen. Säckchen, 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 Mann. Lass mich an ein Säckchen ran. Boah, der Schaden. Also von ihm, nicht von mir. Mein Schaden ist sehr mickrig. Gott. Diese Monstermöpse. Diese Monstermöpse. Aggressiver Sack. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Der geht mir auf den Sack. Bestiengebrüll. Aber ich glaube, wir nähern uns dem Ort, wo ich sein will. Denn ich will hier sein. Wobei, immer wenn ich dieses Siss von denen höre, erinnert mich das wirklich an den Knight von Katarina. Ich glaube, das ist derselbe Synchronsprecher. Brandbomben Johnny. Wo ist Brandbomben Johnny? Brandbomben Johnny ist weg. Er ist runtergefallen. Ach ne. Ich glaube. Captain Brandbomben Johnny ist weg. Sorry, dass ich gerade jetzt nicht auf den Chat gucke, weil ich kenne das Gebiet hier gerade nicht gut genug, um zu sagen, ich bin safe. Deswegen. Deswegen. Thank you.
Sind denn hier noch welche? Da. Da kann ich mal die hinwerfen. So, jetzt sind wir nämlich da, wo wir angefangen haben. Ne? Da haben wir nämlich angefangen. Und jetzt kann keiner mehr oben Brandbomben auf uns schmeißen. Was die Sache halt einfacher macht. Au! Naja, doch, vielleicht nicht. Hätte gedacht, ich erwische alle, aber nee, leider auch nicht. So. Ach ja. Ach nee. Ach doch. Haha! Er sieht mich sogar. Hallo! Was ist da schon wieder kaputt mit dir? Oh, da liegt noch Loot. Ah, dass der Loot da liegt, ist halt tatsächlich eine Glanzleistung. Aber ich kann ihn sogar auch noch looten. Weil das Ding deutet tatsächlich auf den Shortcut hin. Sehr gut gemacht von From Software. Den Weg würde man halt relativ schnell übersehen, wie man hier sieht, weil hier der Baum davor steht. Das sieht nicht aus wie, wie ein Weg. Man sieht den Mob und guckt dann wieder dahin, aber hier ist halt der Shortcut. Deswegen haben sie da auch nochmal den Loot hin platziert. Sehr gut. Shortcut offen. Ist Yassi ins Bett gegangen? Das habe ich gar nicht gesehen. Yassi. Plori. Ich hab's nicht gesehen. Du hast doch Urlaub. Hä? Wieso? Was ist denn da los? Ist der Urlaub jetzt weg? Also gestrichen? Yassi hat doch gesagt, hier 14 Tage Urlaub. Wundert mich gerade. Da ist so ein Schildbiber-Biber-Butzelmann. Ach so, da oben ist auch noch so ein Sniper-Biber-Butzelmann. Ich hab den eigentlich wegmolotoffen. Und der Loot wird sogar geliefert. Mensch, finde ich gut. Achso, Auto in die Werkstatt. So heißt das. Oh, and this. Was? An Estus Flask. An undead favorite. Diego, der Zehner ist mal wieder fällig. Nein, auf keinen Fall. Zuschauen, Spaß haben. Einfach eine geile Zeit haben. Das ist fällig, Artego. Mehr nicht. Mehr definitiv nicht. Trotzdem, Dankeschön. Für die nächsten Games kommen ja einige jetzt in nächster Zeit. Ihr seid verrückt, Mann. Vor allen Dingen, es kommen noch so viele geile Spiele, Mann. Und ich freue mich, die halt A, spielen zu dürfen und mit euch spielen zu dürfen. Und dass ihr halt zuschaut und halt immer mehr werden. Dankeschön, Artego. Ich häng fest. Für auch so viele, muss ich an der Stelle sagen, Artego. Dankeschön. Ajo. 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 Danke, Artego. Oh Mann. Eieiei. Ich habe das schon mal alles souveräner gespielt. Aber hier oben war jetzt, glaube ich, nichts mehr, weil der Moped-Mann ja schon runtergekickelt, gekickelt. Ja, was ist denn gekickelt für ein Wort? Das offizielle neue Moped-Wort. Wir kickeln die Mobs. Natürlich. Ah, ja, ja, nein. Das war ja hier die Stelle mit der Monsterbüchse. Mobs, Mobs, Mobs. Keine Mobs. Ah, ich lüge. Da ist doch ein Mob. Ruhe. So, hier ist nix. Perfekt. So, die nächste. Nächster halt, das Haus da drüben.
Ja, lasst euch, selbst wenn jemand flamet, der Kaktus, geht gar nicht drauf ein. Wenn ich das mal mache, ich mach's auch nicht immer. Aber, mein Gott, manche Leute sind auch einfach nur dafür da, um zu flamen. Und machen sich da halt in dem Sinne einen Spaß drauf, Salt in die Community zu bringen, nach dem Motto, ey, das muss ja gar nicht England. Jetzt gehört doch Amerika, was machst du hier? Geh zurück in die deutsche Höhle. Da gehe ich gar nicht drauf ein meistens. Ignoriert die Mods werden die schon und dann, ne, wisst ihr schon. Manche Leute wollen halt einfach nur flamen und trollen, weil sie sonst im Leben anscheinend nichts haben. Tut mir echt leid für die. Ja, der tut mir auch leid. Eieiei. Wir rennen einfach mal in den Mob rein. Geiler Scheiß. Danke, Sarah. I think I'm a very skilled person in speaking English. And when I'm speaking English, everybody can understand me. Because it's so freaking good school English that even kindergarten children would understand it. And Bulgarisch und Monstermöpsisch kann ich nicht. Haben sie immer noch nicht gefixt. Doch, haben sie gefixt. Die konnte man nämlich zum Dauerfeuer irgendwie buggen. Bin ich jetzt aber nicht mehr hin. Schade. Egal. And we are all sitting in the same boat. Praise the community. I'm believing in. I have something to believe in. Alter Schwede. Try hard English for runaways. Eieiei. I make myself out of the dust. Naughty, come good to the bed. And listen to the Matratze. Nicht one wall free, one way free. One way free. Eieieiei. Oh, ich weiß gar nicht, wo es hier lang ging. The wind, the heavenly kind. War hier unten was? Hier war irgendwas und ich weiß, dass es dieses Bestien-Apparillo-Rad war. Und ich habe da ehrlich gesagt jetzt gerade Angst runterzuspringen. Ich glaube, ich mache erstmal die Shortcuts auf, bevor mich jetzt gleich hier diese Blitzmonster-Bestie kaputt blitzt. Das könnte nämlich passieren. Deswegen lieber erstmal auf Nummer sicher und Shortcut gehen, als hier irgendwas zu tun. Weil hier war irgendwo der Shortcut, aber ich weiß nicht mehr wo. I think the shortcut is over there. Or over there. Or over there. I don't know. I activate the shortcut first. Und jetzt ist genug mit Englisch. Ah, nee, das war der zweite Shortcut. Verdammt! Ist er schon? Er lebt noch. Ja, er lebt noch.
Shane Backstab. Bald auch in ihrem Bloodborne. Sehr, ja. Alter, lassen wir das bitte im Englisch, das nimmt kein gutes Ende. Ich sehe schon jetzt wieder die Flames kommen, dann kommt irgendwann die Englischpolizei und verhaftet mich. Dann gehe ich wieder into the kitchen. Das war jetzt eigentlich auch schon wieder super dumm, der Satz. Oh, ich hasse diese Mopeds. Kann man die eigentlich parieren? Kann man die backstabben? Kann man die töten? Kann man die einfach rauspatchen? Hasse sie. Bleibt er da stehen? Dreht er nochmal um? Ich glaube, die Antwort ist, er hat keinen Bock. Boah, wie ich diese Mopeds hasse, ey. Das ist so klar. Ich stagger sie halt nicht. Bäh! So kurz vorm Shortcut. Alter Schwede. Jetzt muss ich überlegen, wo war denn der Gang? Der Gang war in irgendein Gebäude. In irgendein Gebäude hinten. In irgendein Gebäude hinten. Oh Gott, wenn der Chat mir jetzt gleich helfen könnte, das wäre geil. Die Frage war, in welchem Gebäude hinten? Den finde ich nämlich nie, den Shortcut. Ja, ja, ich weiß, 2 Meter vom Shortcut. Den holen wir heute noch. Wenn wir überziehen, den Shortcut holen wir heute noch. Ich weiß nicht, wann ich die parry soll, Hans-Gerald, weil ich bei dem nie so ein Moveset wirklich erkenne. Das ist halt, keine Ahnung, das sind meine Hassmobs. Wie gesagt, bei denen und allen siehst du, wann du parryen kannst. Nur halt bei diesen Kack-Gerumpel-Mobs nicht. Und das ist halt dumm, wenn du halt nicht siehst, wann du halt parryen solltest. Hier? Ne, das Ding war ja im Haus. Aber in welchem Haus? Mal gucken, ob wir das Haus finden. Schauen wir mal. So, hier runter. Und hier in irgendeinem Haus links, glaube ich, war es. Oder hinter den Moped-Männern. Kann auch sein. Bin mir auch nicht sicher. Irgendwo hier, glaube ich, war der Shortcut. Müssen halt erstmal dieses Klopp-Ding da wegmachen mit dem Fackel-Ding. Und dann können wir uns den Shortcut suchen. Hier war der irgendwo. Also wir haben nicht viel Weg verloren. Fabian, sei gegrüßt. Ich weiß nicht, ob ich hier rüberkomme. Könnte klappen, könnte daneben gehen. Könnte. So, jetzt nehme ich das Moped weg. Können wir das Moped hier machen? Invincible. Schützt Leben. Der liegt da oben im Feuer. So, ich glaube, hier war irgendwo der Shortcut. Hier? Hier? Irgendwo? Aber warum sollte hier im Haus der Shortcut sein? Den habe ich noch nie, glaube ich, gefunden auf Anhieb. Wie gesagt, sagt mir mal, ob ich so ansatzweise hier richtig bin für den Shortcut, den wir gerade geöffnet haben, in diesem Tunnelgang.
die Insels mit den Tunnels und den zwei Bergen. Hier könnte der sein, oder? Wobei komme ich da rein? Dieses Abrisshaus. Hier in dem Haus? Da könnte es drin sein. Ne, aber hier ist schon wieder der Weg. Wo denn? Oder ist der hier drüben? Ne, der war hier drüben, ne? In dem Haus. Das ist am Berg gebaut. Das könnte hier sein. Oh Gott, der Schaden. Aber hier ist er auch nicht. Keine Hilfe wegen Shortcut, okay. Wrong. Und wo wäre right? Da bin ich runtergefallen. Rechts. Naja, gut, das, das funktioniert nicht, Fraktale. Das brauchen wir gar nicht probieren, weil mit Stream Delay bin ich 20 Sekunden weiter. Wenn du rechts schreibst und jetzt... Ah, hier. Ja, gefunden. Wird das nicht funktionieren. Wegen Delay einfach. Also da bräuchte ich andere Beschreibungen. Mit irgendwie das Haus sieht grün aus oder da findest du was. Sonst geht das nicht. Ich sag noch, ich will da nicht sterben und sterbe trotzdem. Alter, verdammt. Ah, da waren ja die zwei Moped. Ich glaube, einfach aggressiver spielen ist gar nicht mal so dumm. Ja, daran muss man sich halt auch prinzipiell immer erst gewöhnen, dass halt Bloodborne offensiver gespielt wird als die Souls. Ich spiele zum Teil wahrscheinlich noch wieder zu defensiv, eben zu viel Souls gespielt. What? Havelde Öl gehabt? Havelde Öl? Havelde... Warum? Was? Wieso? Das Spiel kaputt. Ach, diese Stelle, ey. Gibt's doch nicht. Freut euch des Lebens. Heute Stream im Extended Cut. Oh, die machen wir für die Scherben, just because. Komm ran. Geh weg. Da lang. Nicht da runterkicken. Hier oben bleiben. Gib mir mein Blut. Dankeschön. Blut. So, hier rum, darüber. Ja, du störst mich, geh weg. Wäre schon away. So, runter rechts habt ihr gesagt. So, Leben. Runter rechts. Das wäre ja dann direkt hier das erste Haus, oder was? Nee, aber runter rechts. Ach doch. Sehr gut. Danke. Runter rechts ist tatsächlich der schnellere Weg. So, ich habe kein Öl. Der hat meine Noodles. Ich will meine Noodles wieder haben. Wieso ich da jetzt gestorben bin, weiß ich immer noch nicht. Irgendwie hat mich die Flak weggeflackert. Mit der Kacke. Kachchen. So,
Blutechos haben wir, haben zwar Gievel haben wir verloren, ich weiß es nicht. Glücklicherweise weiß ich das nicht. Gar nichts. Also wir haben wahrscheinlich keine Blutechos verloren, weil wir jetzt zweimal in a row gestorben sind, ohne sie aufzusammeln. Das heißt, wir haben keinen Verlust. Passt schon. So. Was? Da war ich überhaupt nicht dran! Was? Wo denn? Ich... Ich wusste nicht, dass die Tracking haben. Mit Wärmesensor. Und im Flug die Fahrtrichtung ändern. Alter, was geht mit dem? Geht ja gar nicht. Stirb. Manometer. Ich glaube, da bin ich noch nie so oft gestorben wie heute. Ich bin empört. Aua. Aua. Catch-Spiel-Scheiße. Eieiei. Diese Kanonenkugel. Immerhin kennen wir jetzt den Weg einigermaßen. Ist der Vorteil, wenn man halt öfters mal die Wege abläuft. Oh Gott, ey. So, hier halten wir uns jetzt rechts. Machen wir nochmal voll. Dass man hier nicht rüberkommt, das wäre geil. Da vorne die Mopeds kommen. So, da war hier. Und da war dort. Und da war hier. So, jetzt sind wir wieder an der Kanonenkugel. Eieieiei, was hier heute passiert? Es geht ja auf keine Kuhhaut. Skullcrusher, sei gegrüßt. So, einfach mal in die Wand boxen. Blut. Dankeschön. So, jetzt kommen wieder die zwei Mopeds vom Grill. Blutechos, das ist schon mal Schritt 1. Kommt Schritt 2. Knattermops, Mann. Warum mache ich den nicht eigentlich so? Weil du mich halt tot machst. Egal. Haben jetzt so viel Blutsführung, glaube ich, bekommen. Komm mal daneben. So. Hurra. Und hier ist das erste Haus, was ich, glaube ich, die ganze Zeit übersehen habe. So. Da durch. Da rein. Mistgabel-Jau machen. Achso, da vorne ist Knatter-Jim. Knatter-Jim-Bob machen wir auch. Hurra! So, ich mach mich mal voll, aber die Kanone ist ja eh in One-Shot. So, dann gehe ich darüber. Ah, ich hänge schon wieder fest, ich sterbe. Der lebt aber noch. Kacke. So. Eieiei. Toschla, komm gut ins Bett. Ja, eigentlich wollte ich den Stream schon vor ein paar Minuten beendet haben, aber ihr wisst ja, es muss ja Ordnung sein und der Shortcut ist Ordnung. So. Captain Gurkenmann. So, was hatten wir hier? Hier hatten wir jetzt den einen, der sich hinten ins Gebüsch stellt. Der geht da vorne runter. Perfekt. Dann gehen wir da mal hinterher. Machen wir ein Licht an. Ins Bett.
könnten da eigentlich rausgehen. Den ignorieren wir jetzt mal komplett. Freut euch des Lebens! Wir ignorieren diesen dummen Mob. Ich will den Loot. Hier liegt Loot. Gib mir den Loot. Hier liegt toller Loot. Naja, nicht wirklich. Hurra für Shortcut. Waren hier noch Mobs? Gegen Gift. Hurra für Shortcut. So. Dank der Fails gab es heute Stream XX Long in der Extended Fail Version. Das war's heute. Wir haben den Shortcut für nächstes Mal geöffnet, können da weitermachen. Und beim nächsten Mal gibt's die Schatten von Yharnam. Und das war's für heute, zumindest schon mal für die YouTuber. Ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.